Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch ein Video vom Geländetraining, wo ich am Montag am Abend hergefahren bin. Es ist von unserem Verein organisiert worden und deswegen konnte ich den Tag nicht auslesen, aber Handy war jetzt nicht ganz so schlimm, ich musste direkt nach dem Arbeiten die Lämmchen bereit machen und losfahren. Und ins Geländetraining bin ich vor allem gegangen, weil ich halt jetzt vermehrt auch Greenjump starte, damit er vor allem mal das Wasser sieht und dass er auch wieder den anderen Baumstämme sieht, auch wieder mal was anderes Gräbel sieht. Und ja, auf den Videos sehen wir einfach gerade springen. Wir haben natürlich zuerst auch noch im Schritt, Trab und Galopp aufgewärmt. Also wir sind jetzt 12. Höchste mit unserer Vereinstrainerin und wir haben einfach jeden selbstständig so ein bisschen aufwärmen, ein bisschen den ganzen Platz zeigen. Und dann haben wir dann auch angefangen springen. Zuerst seht ihr hier, hat unsere Trainerin immer halt erklärt, um was es geht. Und dann haben wir jemanden in der Gruppe, die ein relativ sicheres Ross hatte. Sprich, sie ist immer vorab gegangen. Und dann sind wir eigentlich am Anfang vor allem alle immer schön hinten nachgegangen. Hier sehen wir mal über so eine Stufe runtergetrabt. Das ist etwas, was der Lemmy relativ gut kennt. Dann hier haben wir die Dali rauf. Dann geht es scharf links und wieder runter. Ich habe es zuerst wirklich ganz ruhig machen. Der Lemmy, der es natürlich kennt, ging relativ auf los. Dann hier das gleiche nochmal. Ein bisschen schneller. Und dann hier noch im Galopp. Ist schön aufgesprungen. Dann muss ich noch bremsen, damit man nicht um die Ecke kommt. Und dann wieder runter. Macht er ganz, ganz toll. Das ist wirklich etwas, wo man kann sagen kann, das hat er verstanden. Man sieht auch hier, es war ganz, ganz locker gewesen. Und auch wenn er jetzt galoppiert, ist es alles ganz locker. Er hat sich nicht aufgeregt oder so. Hier kommen auch so zwei Baumstämme. Er ist kurz ein bisschen gross. Aber dann ist er schön weiter galoppiert und hat die zwei Meter schön nehmen. Dann haben wir den ins Wasser wollen. Zuerst schon eigentlich morgen rein, aber dann hatte ich dann doch nicht so Freude gehabt. Dann habe ich gedacht, ja, dann gehe ich halt hinterher. Ist er dann auch drinnen gewesen, aber als er gesehen hat, dass er im Wasser ist, ist er dann doch nicht mehr so glücklich gewesen. Und dann ist hier unser Vereinspräsident vorab. Und dann ist der Lemmy tatsächlich ins Wasser rein. Dann habe ich natürlich sofort ganz fest geglaubt, dass er versteht, dass das Wasser halt nichts Schlimmes ist, sondern dass ich das sogar gut finde, wenn er reingeht. Dann schauen wir mal im Schlitter durchgehen, für eben die Rosse, die es nicht so kennen und nicht so positiv gestimmt sind. Man sieht, alle Leute sind davon getrabt, aber die meisten sind eigentlich auch auf Anhieb. Ich und es sind nur so ganz wenige, die das auch ein bisschen Probleme gemacht haben. Dann im Trab. Ich bin dann noch so ein bisschen gezögert, aber ich bin schön rein. Dann unter das Wasser traben, ist dann auch schon gegangen. Dann sind wir hier bei Wolter getrabt und haben gerade noch eins probiert, weil ich hatte einfach das Gefühl, hatte, wenn ich es immer und immer wieder macht, also dann habe ich vor allem auf der anderen Seite probiert, was dann schon wieder nicht mehr ganz so einfach gegangen ist, weil ja, es sieht halt schon nicht ganz genau gleich aus, aber auch da ist ich dann auch mit Hilfe von einem anderen Ross schön reingekommen. Jetzt müssen wir wieder durchtraben, damit er wirklich merkt, dass es nichts macht und dass man immer wieder rein und raus kann. Und ja, das habe ich dann ein bisschen probiert. Dann sind wir hier wieder gekommen und dann noch ein bisschen gezögert. Aber dann habe ich das Gümpel reingenommen und ist schön reichen. Und dann hat man so probiert zu springen, aber das hat dann nicht so gemacht. Dann war es so nicht drauf auf dem Video. Und dann hat man so
springen ins Wasser, also das Baumstamm, wie man vorher gesehen hat, sollte man jetzt ins Wasser reinspringen. Und ja, da war der Lemmy doch nicht so ganz sicher gewesen, ob er das wirklich so, weil er dort ja schon fast nicht mehr ins Wasser wollte. Und dann habe ich nochmal probiert, vielleicht im Galopp, dass er, wenn er schnell kommt, dass er vielleicht Ende springt. Sieht man hier, da ist jemand neben dran gestanden, aber er hat dann so einen komischen Hüpf neben über das Baumstämmchen genommen, aber wirklich überzeugt davon ist er auch so bis zum Schluss nicht gewesen. Dann sehen wir hier, wenn wir alles täuscht, sollte das das kleine Bargüli sein. Oder? Nein, ich probiere nochmal. Ah ja, ich probiere nochmal ich, aber. Eben, wir haben noch immer und immer wieder probiert, aber irgendwie war mir das nicht ganz cool, da einen Sprung in das gruselige Wasser zu machen. Hier noch einmal. Aber auch einfach immer so im letzten Moment, wo er wirklich sagt, nein, möchte ich nicht. Dann hier, ja, jetzt kommt. Ja, haben wir zum Abschluss noch so ein kleines Bargüli gemacht. Zuerst hier so unter der Türe, dann steigen auf im Galopp. Macht das wunderschön, Gang wie Gang. Dann geradeaus weiter. In die leichte Rechtskurve. Ich sehe jetzt fast nicht, das ist das Baumstämmchen. Schön genommen. Dann die grosse. Ebenfalls rechts, wenn wir auf den Baumstamm waren, waren wir kurz rückhaltig und sind schnell aus dem Stamm gegangen, aber trotzdem einen schönen Sprung gemacht. Dann hier in einer grossen, weiten Linkshändung wieder zum berühmten Wassereinsprung. Wie ihr seht, kommt mir hier noch vorab reiten, aber der Lemmy. Ja, dann denke ich, ja, ich probiere jetzt nicht mehr. Er soll sich noch ein bisschen durchs Wasser galoppieren, dass er zumindest versteht, dass das Wasser halt nichts macht und dass er zum Abschluss noch locker können durch galoppieren. Das war es dann auch schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.